So, die Dark City Detective. Wir fummeln in der Dark. Spielen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Geschichten von Darkseid. Versuchen fortsetzen, würde ich sagen. Da standen wir doch das letzte Mal schon vor diesem Rätsel. Mal schauen, wie wir da weit durchfinden. Ja, genau, diese Greifarm. Wie stoppen wir den? Okay. Aber wir haben einen vollständigen. Oh! Mannequin. Wir gehen jetzt hier. Jetzt haben wir einen ganzen Mannequin, dass wir an dieses Biest verfüttern können. Rein damit. Das Mannequin kann sich gut schätzen. Würde später trotzdem gerne zurückkommen und diesen nächsten Greifarm persönlich verführen. Ja. Was auch immer. Der Don hat die Steuerung kaputt geschossen. Also können wir nichts damit anfangen. Vielleicht kann ich den Greifarm verführen. Merkt ihr die Idee, während ich nach einer besseren Lösung suche? Nehmen wir die Folgen auf. Juhu. Okay, anscheinend sind wir gerade noch rechtzeitig durchs Portal gekommen. Wer ist das? Der neue Don. Ah, seid hartnäckig, das muss ich euch lassen. Slim, halte sie auf. Aufhalten? Ja. Hey, das ist gefährlich. Ein weiteres Mal scheint uns die Sonne ins Gesicht. Wird es das letzte sein, was wir sehen? Und da wird es eine Kokosnuss sein, die uns den Chaos macht. Und jetzt Kind. Der kleine Kerl scheint sich nicht sonderlich für den Ball zu interessieren. Er wirkt aufgedreht, als würde er tanzen wollen. Kind halt. Eine zapplige Mutter, die ihr noch zappliges Kind unterhalten will. Noch zappligeres Kind wahrscheinlich. Ja. Große Güte. Wenn sie sich nur umdrehen würde, könnte sie vielleicht eine Kokosnuss auf Slim zurückschleudern. Okay, müssen sie irgendwie dazu bringen, sich umzudrehen. Eine angespülte Flasche mit einer Nachricht daran. Ich bin keine Nachricht. Mein Fehler. Eine angespülte Flasche mit einem witzigen, betrunkenen Mann drin. Okay, wir haben eine Flasche mit einem betrunkenen Bolt. Bring mich nicht auf die Palme. Was für ein billiger Witz. Bring mich nicht auf die Palme. Was für ein billiger Witz. Ein Fleckenstrand, der sich kein bisschen vom Rest des eintönigen Strandes unterscheidet. Aufhalten, ja. Wie ein Hund, der auf uns gehetzt wurde. Hier können wir die Flasche werfen. So wird das gemacht. Zumindest wenn man es falsch machen will. Okay, können wir vielleicht. Für den Versuch sollte ich mich selbst einbuchten. Ja. Yep. Na, kommst du darauf, dass das funktionieren könnte? Okay, was sonst? Da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Wenn wir dem Portal zu nahe kommen, bewirft er uns mit Nüssen. Das können wir nicht gebrauchen. Nuss, ja. Können wir irgendwie Nuss auffangen oder was machen wir hier? Hey, fast hätte werden wir getroffen worden. Vielleicht müssen wir die Flasche dort hinstellen, damit er die trifft. Ja.
Was machen wir nun? Oh, wir können nach links. Oha. Okay. Hier geht's noch weiter. Ein Tiki-Bar. Die einzige Bars, die ich mag, sind diejenigen, die wegen Ruhestörung dicht gemacht wurden. Ach, Spielverderber. Ein altes Fass. Sollen wir ihm den Boden ausschlagen? Lieber nicht. Es scheint voller toten Zeug zu sein, das am Strand angeschwemmt wurde. Und dann nicht. Ist ja kaum zu fassen. Hey, nimm deine ekelhaften, befingerten Hände da weg. Das ist unser Radio. Genau, geh woanders, stinkt hören. Meine Münder sind so trocken wie der Sand, den ich gegessen habe. Ich schwitze aus Öffnungen, die ich bisher gar nicht kannte. Diese Hitze ist mir zu viel. Für eine kalte Crema Colada würde ich buchstäblich alles geben. Ich spüre, wie die Sonne meinen Eiterbeutel wärmt. Ach. Am besten mit der Flasche, wir könnten damit was zu trinken geben. Kannst du mir helfen, einen Drink zu mixen? Nein, ich bin zu betrunken, aber vielleicht kannst du mir helfen. Ach du Scheiße, ein Rätsel. Kein Rätsel, bitte. Okay, wie macht man das? Ganz einfach. Aha, ich bezweifle das. Gut, was kommt als erstes? Ich kann mich nicht erinnern. Geh einfach Schritt für Schritt vor und frag mich nach der nächsten Anweisung, wenn du soweit bist. Bis dahin kann ich mich hoffentlich wieder erinnern. Befeuchten, beurteilen, verzieren, nicken. Was soll ich zuerst machen? Zuerst musst du die Walnüsse bewässern oder so ähnlich. Kokosnüsse befeuchten. Und dann, das wird dir gefallen, Officer. Prügelst auf etwas ein. Auf etwas Fruchtiges, um genau zu sein. Okay, schlagen. Streicheln, schütteln, anschreien gibt's noch. Schlagen auf etwas Fruchtiges. Olive oder Ananas? Ich würde dir Ananas sagen. Und jetzt musst du einen gewissen Alkohol begutachten. Beurteilen. Glas, Eis, ja, ein bisschen Alkohol haben wir hier. Und jetzt, als nächstes musst du eiskalt krapschen. Hießt wie meine Hexfrau. Nein, das Haar ist kein Tippfehler. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau mich verflucht hat. Fühle ich. Ich war ein bisschen verwirrt, war ein bisschen abgelenkt. Krapschen eiskalt, okay. Streichen, verzieren, lecken, anschreien, schütteln. Streicheln? Eiskalt. Sind wir bald fertig? Ich glaube, das sind alle Zutaten. Tue sie alle in ein Behältnis und mische sie. Glas und schütteln. Was fehlt jetzt noch? Mein letzter, aber wichtiger Schritt. Das Ganze muss hübsch und wasserdicht sein. Sobald es erledigt ist, hast du es geschafft. Hübsch und wasserdicht. Serviette, Olive, Schirm vielleicht und verzieren. Fertig. Dann wollen wir mal probieren. Schlürf. Ah, so muss ein Screamer Colada schmecken. Ah, sehr gut. Nimm so viel du brauchst und lass mir den Rest hier. Ich werde langsam nüchtern und habe keine Lust auf den Kater.
First try. Grandios. So, kriege ich dafür das Radio? Reicht das, um eure unmenschlichen Körper zu kühlen? Gib her. Wenn ich nicht so giftig wäre, würde ich dich mit all meinen Mündern küssen. Also wie wär's, wenn ihr uns dafür Radio gebt? Für einen Mann in Uniform tun wir doch alles. Vorausgesetzt, er serviert uns kein Drinks. Das klingt ein bisschen zweideutig. Und was soll's? Ein komisches Radio vielleicht hier hinstellen? Mal sehen, ob das den Kleinen seine wild peitschende Mutter dorthin lockt, wo wir sie hier haben wollen. Aha. In der Tat. Was wohl passiert, wenn wir versuchen, durch das Portal zu gehen? Dann wollen wir mal. Triff mich doch, wenn du kannst. Treffen, ja. Ha. Uff. Schachmatt. Wir sollten erst Slim durchsuchen. Vielleicht hat er einen Hinweis auf den Donnenberg sich. Ah ja, looten ist natürlich wichtig. Durchsuchen wir seine Taschen nach Hinweisen. Sag mir Bescheid, falls du Fusseln findest. Das ganze Schweben macht mich ganz hungrig. Ah ja. Oh. Okkultismus für Dummies. Eine Reihe von portalischen Anweisungen. Aus einem Breitzeitbuch. Ah ja. Los! Wir haben es gerade noch rechtzeitig geschafft. Ich glaube, ich habe ein Ziel verloren. Okay, was haben wir hier? Ein Politiker-Fließband? Gepflegte Männer mit markantem Kinn und vertrauenswürdigen Lächeln. Genau die Art von Menschen, denen man niemals trauen sollte. Ach, Vertreter. Vertreter werden hier hergestellt. Sanierung der Straßen hat bei uns höchste Priorität. Doch, Politiker. Sag ich doch, Politiker. Sanierung der Straßen hat bei uns höchste Priorität. Steuersenkungen haben bei uns höchste Priorität. Steuersenkungen haben bei uns höchste Priorität. Das Schaffen von Arbeitsplätzen hat bei uns höchste Priorität. Schaffen von Arbeitsplätzen hat bei uns höchste Priorität. Bezahlbarer Wohnraum hat bei uns höchste Priorität. Bezahlbarer Wohnraum hat bei uns höchste Priorität. Ah ja, hier werden die Politiker hergestellt, seht ihr? So läuft das. Offenbar hat sich die Maschine selbst wieder in Gang gesetzt und angefangen, alte Männer zu produzieren. Ja, alte weiße Männer in viel zu hohen Machtpositionen werden hier hergestellt. Der Klassiker. Die schon wieder. Fats, kümmere dich um sie. Natürlich, Boss, ich durchlöchere sie wie Schweizer Käse. Okay. Gehstöcke? Ein Stock mit Haken. Schnappe mir einen davon. Können wir damit vielleicht das Fließband anhalten? Fress Bleibullen. Okay. Wir sitzen fest, irgendwie müssen wir ihn überlisten. Ich nehme einen Gehstock. Ist lang genug, da komme ich nicht ran. Sven kann eine Jane keinen Elefanten halten. Ich muss einen anderen Weg nach oben finden. So nicht. Das Fließband läuft von der Maschine da hinten, dahinter uns bis zu diesem seltsamen Portal da vorne. Vielleicht komme ich nah genug heran, um jemanden von dem Fließband zu holen. Von hier aus erwische ich sie nicht. Dann können wir vielleicht zurück. Wir ziehen diese beiden Männer mit den Gehstöcken herunter. Wie ist die Gefahr von uns? Aha. Wir haben zwei Politiker.
Als ob das ihm nicht auffällt. Zuerst müssen wir Fats werfen. Kontrollter vermutlich für die portalische Gerät da drüben. Wie landen diese ganzen Politiker? Das erklärt, warum die Beizeit ein einziges Chaos ist. Stimmt, aber heute haben wir in einer anderen Sache zu ermitteln. Und so werden sie weiterhin die Dinge zum Schlechten verstichten wenden. Es hat uns nichts gebracht. Na doch, wir sind jetzt hier. Offenbar müssen irgendwelche Symbole eingegeben werden. Trägst du irgendwas in der Art an dir? Ein Tattoo oder einen symbolhaften Geist vielleicht? Ich habe hier eine Seite aus dem okkultistischen Buch. Muss die Seite weiterhelfen kann? Oh, ein weiteres Rätsel. Oh Gott. Versuchen wir es nochmal. Okay, so offenbar nicht. Rathaus, Muster. Quelle steht hier. Liebeshütte. Hier ist keine Notiz. Hier steht. Wie der, sieht aus wie der Buchstabe Q. Oh nein. Auf nach Star Trek. Haus des Bürgermeisters. Ich will jetzt nicht als erstes das Richtige eingeben, also. Okay, versuchen wir es mal mit der Quelle. Das muss so, glaube ich. Oh nein. Unten. Dann so. Müsste das hier kommen? Verdammt. Ach, ich kann ja zum Glück noch löschen. Das Hashtag. Dann links. Dann so. Dann oben. Und dann so. Mal sehen, wohin das führt. Ich glaube, du konzentrierst dich auf den falschen Teil dieser Geschichte. Den falschen Teil? Du hast den Mottenmann mit dem Stein davon fliegen lassen. Aber ich habe das Eis gerettet, das er fallen gelassen hat. Und deine Hose. Oh, die habe ich vor ein paar Tagen beim Rennen verloren. Warum sind wir dann hier? Sieh mal, wir haben Besuch. Chief, was machst du denn hier? Keine Zeit für Erklärung, man sieht sich. Ah, schön. Jetzt Gimmick. Es hat uns nichts gebracht. Das Rathaus bringt uns auch nichts. Dann versuchen wir das nächste. Das Coup zum Schluss. Dann kommen wir auf die Star Trek Enterprise Brücke. Zum Kreuz, da geht's zur Liebeshütte. Oha. Ich bin gespannt. Mittig. So, das Kreuz. So. Dann so und so. Mal sehen, wohin das uns führt. Was ist hier los? Ich habe keine Zeit. My can tank, okay. Ich habe keine Zeit für noch mehr hinterdimensionale Gäste. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Wie heißt es so schön, brennt die Hütte ab durch die Mitte. Das hat uns nichts weitergebracht. Okay, next. Versuchen wir es nochmal.
Was hören wir einfach mal? Random irgendwas machen. Können wir einfach ein Viereck bilden. Ah, ist schon, da passiert nichts. Verdammt. Sehr schade. Ah, hier leer. Dann so, dann leer. So, dann. Mal sehen, wo uns das hinführt. Oh je. Ich bin bereit. Badhose und Trenchcoat, auf geht's. Das wäre ein schlimmeres Verbrechen als all die Waschpulvergeschäfte, die wir aufklären müssen. Komm, wir gehen. Hat uns nichts gebracht. Wenn wir hier wirklich was random reinmachen, das bringt nichts, oder? Schade. So, dann machen wir das hier. Verdammt. Bisschen Konzentration. Auf zu kriegen. Habe ich jetzt eine hübsche Star Trek Anspielung. Wir haben das abgeschaltet. Ach so, cool für Quiz für. Oh, schade. Politische Leiter. Politiker auf den Rücken zu klettern, um unser Ziel zu erreichen, scheint mir sehr unpassend. Du bist verhaftet, Junge. Wie seid ihr hier hochgekommen? Wie nutzt denn die Politik? Der ganzen Eile hat der Don seine Geldtasche vergessen. Wir holen sie uns, sobald wir dem Don einen Handschein angelegt haben. Aha. Entwaffnete Handlanger. Müssen die Politiker aber auch verhaften? Jetzt haben wir dich, Don. Du sitzt in der Falle und deine Zelle wartet. Zeig dich. Wie Dummköpf ich bin's. Don McFiend? Was? Keine Reaktion? Sollten wir dich etwa kennen? Moment mal, ihr seid nicht die Bullen, die mich hier in die Falle gelockt haben. Ihr seid nur die nur ihre Doppelgänger. Du meinst wohl McQueen und Dudi? Die verdammten Idioten, wenn sie sich nicht eingemischt hätten, wäre ich jetzt reich. Aber ich bin clever, nachdem der Don verhaftet wurde. Habe ich seine Männer gefunden und seinen Platz eingenommen. Sie haben mir die Portale gezeigt und ich habe meine Beziehungen als Kindermädchen auf dem alten Kontinent spielen lassen, um Waschpulver zu schmuggeln. Und dann seid ausgerechnet ihr beiden aufgetaucht, aber so schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Ich höre Flügelschläge, klingt nach einer Fledermaus. Keine Fledermaus, du kleiner Wühlkopf. Ein Hubschrauber. Oh nein, entkommt. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal mehr Glück. Wenn wir nur Waffen hätten. Waffen töten Menschen, McScream. Karl, das tötet Menschen. Ja. Wir haben da Waffen. Die eine, sie hätten wir mitnehmen können. Eben. Na toll. Das war ein ziemlicher Reinfall. Aber immerhin wissen wir jetzt, wer sie ist. Haben ihre Komplizen verhaftet, ihren Schmugglerring zerschlagen und einen interdimensionalen politischen Skandal aufgedeckt. Wir sollten auf die Breitzeit gehen. Verstehst du, Breitzeit auf live? Hahaha.
Komm, Chief, Wortspielere hin oder her. Du hast dir eine Mahlzeit verdient. Ich lade dich in den Olivengarten ein. Nie gehört. Gibt es da diese kleinen Brotstangen? Ja. Dann bin ich dabei. Episode 3, Fall 3. Der Fischer, der Fischer-König. Ja, das ist es. Ich schreibe diesen Essay. Auch wenn es mich buchstäblich umbringt. Ich habe extra das Studentenwohnheim verlassen, damit mir keiner auf die Nerven geht. Und in einem schönen Kaffee Koffein für eine außerkörperliche Erfahrung konsumiert. Deshalb lasse ich mich nicht davon abbringen. Nicht zum 12. Mal. Schaffe aber ich heute doch noch, wenn es schon Teil 3 ist. Okay. Textverarbeitung, verdächtiges Terminal, Spiele, Papierkorb, E-Mails, Computer. Nein, nicht spielen, ich muss stark bleiben, oder? Diese Festplatte hier sind all meine unfertigen Arbeiten für die Uni gespeichert. Ich frage mich, ob Basam ja mir mal eine Mail geschrieben hat. In Fernbeziehungen ist nicht einfach, vor allem über die Grenzen der Sterblichkeit hinweg. In manchen Regionen des Jenseits gibt es nicht einmal WLAN, schweige denn schlechtes, schnelles Internet. Die kleine App teilt mir die Qualität meiner Unterkunft mit. Aha. Jetzt sollte ich mein Hacker-Terminal woanders verstecken als auf dem Desktop. Wäre nicht schlecht. Den Computer auszuschalten hilft mir dabei, den verdammten Essay zu vergessen, aber es hilft mir nicht, ihn fertigzustellen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon ein paar Mal versucht. Uhrzeit und Datum muss ich nicht laut vorlesen. Jeder weiß, wie die Stunde, was die Stunde geschlagen hat. Also gut, dann fange ich mal an, indem ich ein namenloses Textverarbeitungsprogramm öffne. Okay, jetzt sollte ich mit einem Titel anfangen, wenn ich meine Idee hätte. Oh, eine Ablenkung, genau zur richtigen Zeit. Nachricht von Basam. Ist da drüben alles in Ordnung? Ich bin im Cyberspace. Alles ist schief gelaufen. Treffen wir uns dort? Wovon redet er? Okay. Was ist das? Achtung, aus guten Gründen beschlagnahmt. Hallo Bewohner von Twinnex. Dein Computer wurde im Rahmen der Durchführung von Datenmining von der ARBTL ausgesprochen reale Bank Twinnex beschlagnahmt. Kein Grund, uns mit Fragen zu kontaktieren, aber es geht mit rechten Dingen zu. Tschüss. Verdammt, ich bin aus meinem Computer geflogen. Oh nein, ich auch. Schnell automatisch speichern. Was ist da draußen los? Keine Ahnung, aber offenbar werden nicht nur unsere Computer gekapert. Das könnte ein Fall für Inspektor Raxa sein. Oder irgendein anderer geistloser Fall. Jedenfalls sollte ich mich mal umsehen. Ah, dieser ganze Lärm, das ist viel zu viel. Werwolf? Gala! Ach nein! Ach nein! Und das ist hier, das ist... Ach nee! Ist das dasselbe Studio? Oder was? Coffee Talk, das ist der Werwolf aus Coffee Talk. Die Gala! Und das sieht hier aus wie Freya aus. Das ist ja fantastisch. Was zur Hölle? Ah, Freya. Sehr schön, haben wir gespielt. Coffee Talk, fantastisch. Sehr schön. Ich liebe es. Coffee Talk ist ein großartiges Spiel. Kann ich nur empfehlen. Spielt das.
Gerda. Oh nein. Hast du etwas Wichtiges verloren? Mein Roman. Bitte sag mir, dass du eine Sicherheitskopie hast. Ich war gerade dabei, einen zu erstellen. Das waren satte 213 Kilobyte. Okay. Sehr kleiner Roman. Die Stunden auf diese 27 Disketten verziehen musste. Ah. Und ich war schon bei der letzten Diskette. Herzliches Beileid. Auf jedem Bildschirm ist das gleiche Fehler, die gleiche Fehlermeldung. Das Computer wurden alle gekapert. Komm schon, verdammt. Ich wollte gerade Aktien von so einer Firma namens Google kaufen. Ach komm, ach schon gut, ich habe schon genug lustige Brüllen. Schade, dass mir diese Amazon-Aktie durch die Lappen gegangen ist. Ich hätte wirklich gerne in ein Unternehmen investiert, dem der Regenwald am Herzen liegt. Am Arsch. Eine Kabelkiste. Eine Kiste mit überflüssigen Kabeln, die der Kaffeebesitzer einfach nicht entsorgen will. Nehmen Sie mit. Auch sehr schön. Freya und Gala. Wird doch hier nicht erklärt, so dass man es. Dass man es nur als Insider versteht. Was auch immer gerade passiert ist, es übernimmt meinen Computer. Ich brauche ein neues Motherboard, um diesen Virus loszuwerden und wieder online zu gehen. Bist du gerade zum Wolf geworden? Tut mir leid, Leute. Ich habe überreagiert, aber dieser Lärm war unerträglich, wie an Silvester. Für Tiere oder Kriegsveteranen ist das wahrscheinlich weniger erfreulich. Bitte verwendet beim Feiern nicht ganz viele Feuerwerk. Nicht ganz so viel Feuerwerk, Freunde. Ich habe kein Wort verstanden. Sonst irgendjemand? Nö. Ach, kommt schon, Leute. Ich spreche genauso wie ihr. Mit meinem großen Wolfsmaul fällt mir die Aussprache schwer. Aber wenn ihr euch bemüht, könnt ihr mich doch verstehen. Nein, ich verstehe kein Wort, Kumpel. Er benimmt sich immer so, wenn er die Beherrschung verliert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob überhaupt noch was von ihm übrig ist. In diesem fetten, hirnlosen Bestie. Verletzt meine Gefühle, Freya. Wie niedlich. Er merkt, dass wir über ihn sprechen. Und es scheint ihm zu gefallen. Guter Junge. So war Freya doch nicht. Er kommt. Es ist so erniedrigend. Fantastisch, Coffee Talk. Okay, was ist hier los? Sirenencafé, der Name kommt daher, dass sie an den Kaffees an den Felsen zerschmelzen lassen. Oh hey, dieser Unfall habe ich schon mal gesehen. Das Computerlabor des Campus. Ob dort auch sämtliche Computer angegriffen wurden? Ich muss diesen Elefanten bewegen, wenn ich es herausfinden will. Ich wollte das Ding gerade reparieren. Jemand hat den Mikrochip eines Spielzeugroboters reingesteckt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich musste die Software aktualisieren, dann wurde bis der Computer des Jahrmarkts gekapert. Das Ding ist komplett durchgedreht. Ich habe es durch die ganze Stadt verfolgt. Wenn du mich keuchen hören könntest, dann wüsstest du, wie ich geschafft ich bin. Friedrichs. Zu Lebzeichen war er für gewöhnliche akademische Gewänder hier in dieser Gegend herum. Okay, das hat keinen Sinn ergeben, so wie ich es vorgelesen habe. Das hat die Touristen verwirrt. Also hat man hier eine Universität gebaut. Dann hat er sich als Polizist verkleidet und wir haben eine Polizeiwache bekommen. Als er sich die Kleidung eines Totengräbers angezogen hat, hat man ihn umgebracht.
dem und um ihn herum einen Friedhof angelegt. Oh hey, den habe ich schon gesehen. Darf ich die hier einsetzen? Muss ich das Ding wieder aufladen? Ich glaube nicht, dass die noch, dass ich noch genug Kraft habe, ihm hinterher zu jagen. Nein, ich bin ihn fest, damit er nicht mehr wegrennen kann. Naja, er hat Räder, es rennt, also rennt er nicht wirklich. Aber tu einfach, was du für richtig hältst. Können wir es an der Statue festbinden? So steigt meine Rechenleistung. Was haben wir? Gewünscht, die Station ist hinter einer Paywall versteckt und ich bin zu pleite, um die 90 Cent mitzubezahlen. Das Kabel hier irgendwo hinstecken. Hey, du bist doch ein großer, starker Junge, oder? Eigentlich bin ich ein hochgebildeter Mann mit einem festen Job in einem Krankenhaus. Ja, jetzt ist die Zeit zum Spielen. Du spielst doch gern, oder? Nein, das ist erniedrigend. Wir spielen Tauziehen. Oh ja, nein, darauf falle ich nicht rein. Er wedelt mit dem Schwanz, das hat... Aber da hat ja aber jemand Lust auf Spielen, oder? Aber hallo. Und wenn du gewinnst, bekommst du mein Croissant. Verdammt, jetzt hast du mich. Na gut, dann wollen wir mal. Hau ruck. Okay. Und das ist Gefahr. Niemand stellt sich mir in den Weg. Meistens jedenfalls nicht. Oh, ein Computerchip. Hey, dieser kleine Chip hat ungefähr die gleiche Größe wie der Anschluss von meinem Computer. Kontrollchip. Damit sollte ich mein System im Sicherheitsmodus starten können. Ich bin drin. Aha. Vielleicht sollte ich mit einem Titel anfangen, wenn ich nur eine Idee hätte. Mhm. Schreibt dann nichts. Was? Was am Highscore schlagen kann? Aha. Try again. Ist ja merkwürdig. Aber Sams Highscore ist 33 oder was? Ich glaube nicht, dass das was wird. Verdammt. Müssen wir jetzt schlagen, den Highscore oder was? Na, sehr toll. Sind wir noch morgen noch mit beschäftigt? Oh, weia. Stunden später. Mhm. Oha. 11 Punkte haben wir schon.
Langsam wird es ein bisschen spannend. Aber nicht zu viel. Ach, verdammt! Zum Glück sind es nur 33 und nicht 300. Kann sich nur um Stunden handeln. So kann man auch ein Spiel in die Länge ziehen, wie im Entwickler. Liebe böse Entwickler. Nein! War schon fast auf der Hälfte. Bisschen mehr Aufmerksamkeit. Verdammt! Oh Gott. Gibt es da irgendwie eine Lösung für? Bin mir sicher, das gehört die gar nicht zum Spiel mehr dazu. Das können wir auch wieder schließen. Ist doch hoffentlich ein Achievement für. Ah nein, für das Achievement will ich das schaffen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Verdammt! Ich bin so schlecht hier drin. Gott, ich bin noch gesprungen. Werd hier nicht besser drin. Spielen und Spielen finde ich aber eigentlich prinzipiell sehr gut. Sie sind nur dezent nervig. Gott, wie hätte ich das denn kacken schaffen sollen? So machen wir hier mal weiter. So, was machen wir denn jetzt? Artikel. Wie kommt man denn zu einem Titel? Oh, verdammt. Damit kommen wir nicht weiter. Können wir hier vielleicht mal rein? Oha. Das ist ein Mann in einem der Anmelde-Terminus. Ich kann sein Gesicht wegen des Headsets nicht erkennen. Er hat äußerst kräftiges Haar. Auf dem Zettel steht, was geht, ihr Loser.
Ich gehe online und finde heraus, was meine Show auf dem Höhepunkt abgewirkt hat. Zettel ist mit Detective McKing unterschrieben. Riecht nach Parfüm und hat einen männlichen Lippenstiftabdruck. Ich logge mich mal ein und sehe nach, was passiert. Oh je. Zeit zum Einwählen. Interessant. Solche Geräusche macht es doch nicht. Bassam! Da bist du ja. Ich war mir nicht sicher, ob meine Nachricht rechtzeitig bei dir kommt, bei ankommt. Fast wäre sie das auch nicht. Ich habe sie gerade gelesen, als mein Computer gekapert wurde. Bassam, was ist hier los? Ich bin mir nicht sicher. Ich war auf unserer Dating-Plattform Ghost, um nachzusehen, wie du mit deinem Essay vorankommst. Und dann haben alle Computer um mich herum die gleiche Meldung angezeigt. Ich habe dir gerade eine Nachricht geschickt, bevor mein Computer abgeraucht ist. Dann habe ich mir hier in der Hoffnung eingeloggt, dass du sie bekommen hast. Es hat dir sehr gut geklappt. Zutritt verboten. Was ist das für ein Ort? Eine Pyramide, wie man unschwer erkennen kann. Ich weiß, dass das eine Pyramide ist, aber warum steht sie hier? Aus demselben Grund wie jede andere Pyramide. Niemand will sich wichtig fühlen. Derjenige will, dass andere dafür bezahlen. Und sie warum? Reichtum muss wirklich schön sein. Wer baut die Pyramide? Ungewürdigte namenlose Arbeiter. Aha, und wer bezahlt sie? Wir kapern Computer und zwingen sie zur Arbeit. Also nehme ich an, sie bezahlen dafür. Ich habe das Gefühl, dass du meine Frage ausweichst. So ist es. Ich habe meine Freunde verraten, schütze jetzt die Eliten, die für uns die Welt ins Ungleichgewicht halten. Du bist ein waschechter Wächter. Du bekommst hier nicht rein. Zutritt nur für Mitglieder. Und wenn ich Mitglied werden will, müsstest du eine Spende für den Bau der Pyramide leisten. Dann wärst du ein Mitglied, du würdest sogar einen schicken Avatar bekommen. Wozu brauche ich den? Ich bin doch schon mein eigener Avatar. Der neue ist aber besser. Inwiefern? Ist exklusiv. Das klingt nicht wirklich besser, nur anders. Aber egal, ich muss rein. So muss ich das Geld auftreiben. Okay. Ich glaube, das ist die Datenmine, in der das ganze Gold für die Pyramide abgebaut wird. Ah, ja. Wie komme ich von hier weg? Du kannst einfach in der realen Welt den Helm abnehmen. Geht das, während ich hier bin? Ja, fummel nur einfach an deinem Kopf herum. Es ist ein bisschen desorientierend. Aber so kommst du zurück. Nimm einfach dieses Ding ab und. Ja. Eine Tasche. Tasche mit Kleidung. Daran hängt ein Zettel mit einem Code und den Worten städtischer Zugangscode. Scheint mir sehr leichtsinnig, die hier rumliegen zu lassen. Okay, jetzt habe ich die städtischen Zugangscodes. Das ist der Server, auf dem das World Wide Web gespeichert ist. Na sicher. Er ist mit Eis bedeckt. Steckt meine Rechenleistung. Die Bootdiskette ist mit einer Eisschicht bedeckt. Ja, das Internet wird auch mit einer Bootdiskette geleitet. Oha. Jetzt, da der Laptop wieder funktioniert, kann ich mir die Codes zunutze machen.
Diesen Codes kann ich selbst dann auf die Notfalldienste der Stadt zugreifen, wenn das System nicht mehr funktioniert. Aha, offenbar sind sie noch nicht dazu gekommen, die Notfallreserven zuzuweisen und zu verteilen. Dann werde ich sie mir wohl unter den Nagel reißen. Genauso sieht Code aus. Programmiercode, genauso sieht er aus. Notfallkonto der Stadt. So, das muss ich jetzt mitnehmen und bezahlen. Oh je. Aber in Cyberspace. Hier, das sind die Codes für die Notfallreserven der Stadt. Bekomme ich damit Zutritt? Aber sicher doch, willkommen bei der Münder Solar Affenbande. Und vergiss nicht deinen brandneuen Avatar. Was haben wir jetzt bekommen? Ein ausgedruckter ASCII-Affe. Sehr schön. Ein ausgedrucktes Affen-NFT. Willkommen, meine Verehrer. Was? Kleopatra. Ihr könnt euren Obolus auf den Boden legen. Ich hab keinen Obolus. Ich habe vergessen, einen mitzubringen. Basam, hast du einen dabei? Nein, tut mir leid. Ihr seid obolus losgekommen. Was fällt euch ein? Ich wollte nur wissen, was hier vor sich geht. Bist du eine Bloggerin? Wenn ja, fotografiere meine linke Seite. Das ist meine Schokoladenseite. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Cleopatra, die Siebte. Thea Philo Pator, Königin vom Nil. Wurde geboren, digitalisiert als neuartiger Cybergeist namens Cleopatra. Was geht hier vor? 1:30. Zu Lebzeiten herrschte ich über ein riesiges und mächtiges Königreich, liebte römische Kaiser und inspirierte zahllose Künstler. Ich starb auf dramatische und tragische Weise. Ich war eine Ikone für die Ewigkeit. Neulich erhielt ich dadurch durch bürokratische Pannen Zugriff auf euer World Wide Web und suchte nach meinem eigenen Namen. Nur um herauszufinden, dass meine Begegnungsstätte verloren war. Und so las ich ein Buch über Computertechnik, bevor ich die Verbindung zwischen der Welt und den Welten schloss. Beschloss mir, ein neues Grab zu bauen, damit das meinen Verehrern bekannt sein würde. Und allen anderen auch. Es hat mich schon immer gewurmt, dass wir keine Pyramiden mehr für unsere toten Herrscher bauen. Hier steht übrigens Erdron, der da draußen im Real Life steht. Jetzt sollten wir ihn mal irgendwie entkapseln. Er hat vielleicht irgendwie mit ihr zu tun. Also habe ich mich entschieden, meine eigene zu bauen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Willst du bitte damit aufhören? Kaperst damit alle unsere Technik. Du richtest ein ziemliches Chaos an. Willst du aufhören, meine Pracht fürs Grab zu bauen? Ich bitte darum. Wie gesagt, es verursacht ein gewaltiges Chaos. Gut, das bedeutet mehr Aufmerksamkeit für mein Grab. Mein Grab, also. Ja, Grab passt vielleicht auch hin. Jetzt wird es niemand mehr vergessen. Tja, das war ein Schuss in den Ofen. Ja, dann muss ich die Sache ihm selbst in die Hand nehmen. Hey, ich brauchst nicht so zu schreien. Tut mir leid, das Gespräch mit ihr hat auf mich abgefärbt. In Frage noch. Nein, ich bin nicht zum Chatten hier. Ich habe einen Cybergrab zu bauen. Fort mit euch. Sieht und staunt. Ich habe Infrastruktur und Dekor
mit einer modernen Behausung kombiniert, der es nicht an Stil mangelt. Wenn das nicht förmlich Königin schreit, was dann? Okay, dasselbe nochmal. Bei King alles in Ordnung. In Ordnung. Mir wurde übelst mitgespielt, Fremde. Ich bin in dieser demütigen Tonne eingesperrt. Warum lockst du dich nicht einfach aus und wieder ein? Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Tut mir leid, aber es regt mich jedes Mal auf, wenn man mit der Science Fiction kommt. Das einzige Star Wars, das mir gefällt, ist das gleichnamige Raketenabwehrsystem. Nimm einfach in der realen Welt den Helm ab und soll mir den Kopf von den Schultern nehmen, bist du des Wahnsinns? Nein, ich zeig's dir. Siehst du, ich habe mich aus dem World Wide Web ausgelockt. Jetzt bin ich wieder eingeloggt. Ganz einfach, wenn du es mir nachmachst, bist du wieder frei. Vergiss es. Mit solcher Hexerei, die dich plötzlich verschwinden und wieder auftauchen lässt, wir nichts zu tun haben. Ich logge mich aus. Können wir ihn auslocken? Das ist der Superpolizist von Twin Lakes, Detective McKing. Ich hätte ihn an den Haaren erkennen müssen. Kann mir nicht irgendwie der Kern des Servers. Hier kommt also das Eis her. Wenn ich ihn übertakten könnte, würde das Eis schmelzen. Wir könnten das World Wide Web aus der realen Welt neu starten. Um ihn zu übertakten, müssen wir zum BIOS gelangen. Es ist eine Abkürzung für Big Inside Operational Stuff. Bin mir sicher, das ist es nicht. Ja, suchen wir nach diesem Big Inside Operational Stuff. Okay. Ich glaube, hier werden Viren und Spam-Mails aus dem World Wide Web ausgesperrt. Ah, ja. Hallo. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich will in seinen Kopf. An dieser Stelle zeige ich auf meinen eigenen Kopf, damit alle sehen, wie ernst ich es meine. Okay. In wessen Kopf? Spezialagent Norton, der Antivirusagent, der sich in diesem Teil des Systems herumtreibt. Warum bist du hier? In diesem Käfig oder in diesem Initiativen des Cyberspace? Beides, am besten der Reihe nach. Na schön. Wir sind LARPer. Das heißt, wir spielen Live-Rollenspiele. Wir waren in einem Chatraum und dann wurde die Verbindung getrennt. Er hat vorgeschlagen, dass wir die Gelegenheit nutzen, miteinander inkognito zu gehen. Wir suchen nicht nach der großen Liebe, sondern nur nach einer Nummer im Heuhaufen, falls du verstehst, was ich meine. Also bin ich ihm gefolgt. Er hatte es wirklicher gemeint, als ich dachte. Ein Virenscanner hat uns erwischt und jetzt sitzen wir hier fest. Aber ich glaube, ich hatte Glück. Ich wurde negativ getestet und kann nun erahnen, worauf der Virenscanner bei diesem Typen angeschlagen hat. Ah ja, RAM-Virus-Festplatte. Aha. Das muss der Agent sein, den die LARPer erwähnt haben. Wir sollten nicht hier sein, Miss Parich. Woher wissen Sie meinen Namen? Steht auf Ihrem Avatar, zusammen mit Ihrer Adresse, Ihrer Sozialversicherungsnummer und Ihrem Lieblings-Pokémon. Oh nein, nicht mein Lieblings-Pokémon. Sollte nicht verraten werden. Sie sollten vorsichtiger mit diesen Informationen umgehen, Miss. Wenn sie in die falschen Hände geraten, könnte man buchstäblich ihre Existenz auslöschen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist.
wollte sich darauf ankommen lassen, bei seinem Apartment. Da war 24B023, das ist jenseits Ammonitas. Nein, will ich nicht. Der Kerl verspätet Meg in den RAM. Mit ihm vielleicht. Die gewünschte Interaktion ist ja okay. Wir haben ein ausgedrucktes Affen-NFT. Oh, hier ist der BIOS. Festplatte. Oh nein, der Assistent. Hallo, ihr seht aus, als würdet ihr eine Katastrophe von der Stadt abwenden. Kann ich euch dabei behilflich sein? In welcher Hinsicht? Könnte ich anfeuern oder im ungünstigsten Moment nervige, harmlose Fragen stellen? Nichts davon klingt nützlich. Oh, wirklich nicht. Aber wenn es mein Dasein einen Sinn gibt, ist das doch immerhin etwas. Hallo, mein Kind. Du wirkst verloren, verirrt, disorientiert. Wer sind Sie? Ich bin der Archivar, Kurator, Chronist. Ich speichere, kategorisiere, lagere alle Informationen im World Wide Web. An manchen Tagen müssen ganze 2 oder 3 Informationshäppchen geprüft, gekennzeichnet, abgelegt werden. Es ist gut, dass die Hochladung und Ladegeschwindigkeit begrenzt, eingeschränkt, limitiert ist. Wenn die Daten schneller ankommen würden, wäre das World Wide Web ein gesetzloser Ort. Wie ich sehe, haben Sie einen Assistenten. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Assistenten bezeichnen, definieren, kategorisieren würde. Aber er ist immer stets unablässig. Ich wittere eine Gelegenheit, Chance, glückliche Fügung. Es ist mir nicht vom Nutzen. Ihr hingegen kennt diesen Ort nicht. Nehmt ihn mit als euren Führer, Kamerad, Begleiter. Ihr habt meine Erlaubnis, Genehmigung, eindringliche Bitte. Tschüss, ciao, adios. Du musst leise sein. Kannst du vergessen. Oh, der Klippo. Sehr schön. Das sind die Bücher, die ich noch lesen will. Ich werde gewiss bald anfangen. Beginnen, starten. Ja, ganz gewiss. Aha, da fliegen 0 und 1 durch. Okay, was sollen wir jetzt machen? Da kommen wir nicht lang. Hier waren wir schon. Ja. Hier noch irgendwas? Spezielle Informationen. Was für ein Schweigkampf versteckst du da oben in der Ecke? Finger weg. Oha. Oh oh. Nachtbilder von Dudi. Überhaupt dann so etwas. Aha. Hier noch mehr? Okay, und was hat uns das jetzt gebracht? Verzeihung. Boah, ich werde wirklich gerade hier. Ach, verdammt. Tja, was machen wir jetzt mit Klippo und nochmal sie befreien hier?
Interaktion nicht möglich. Interaktion nicht gefunden. Du brauchst Informationen über die Gegenstände im Inventar. Klickst du einfach an, um einen kurzen Text zu bekommen. Genauso, wie du es getan hast, um das hier zu lesen. Oh, die Tatsache, dass du das hier liest, bedeutet, dass du das bereits wusstest. Weißt du, zusammen, Kepo. Ein geschmackvolles Stück Affengunst. Sie haben sogar einen mit kleinen O's, die Fäkalien, dargestellt, wie es wirft. Tja, kann man irgendwie... Ich verstehe nichts mehr. Ich wünschte, ich hätte so einen hübschen Fernsehtisch. Meiner ist voller Schlüssel, Fotos und Kondolenzkarten. Stimmungsvolle Beleuchtung. Ja, wenn die Stimmung besser besessen und Leuchtturm ist. Der Bios, wir haben ihn gefunden. Aber wie sollten wir es übertakten? Wir brauchen eine Anleitung, aber wo könnte eine gespeichert sein? Eine Anleitung könnte hier sein. Die 5 Bücher erhalten alle Fakten sämtlich zu 2 gehören der Wissenschaft. Wir haben darin ausführlich behandelt, diskutiert und erörtert. Was mir sehr gelegen kommt, denn es mir langsam ansprechbar, denn es mir langsam an Speicherplatz und Lagerraum und Kapazität mangelt. David Lunch, eine Auflistung aller Mahlzeiten, die die Kultregisseur während seiner Dreharbeiten eingenommen hat. Aha. Das sind meine Informationen über alle existierenden IPs. Das ist kurz für Internetplätze. Orte, an denen das Internet lauert, rumschleicht und sein Unwesen treibt. Das sind Bücher, die er noch lesen will. Ein Turtles-Fankunst. Irgendwann will ich damit eine neue Serie pitchen. Ich habe eine ganz üble Verdauung. Das sollte man nicht wegnehmen. Es ist alles, was er hat. Um hier bei Verstand zu bleiben. Okay, davon kann man nichts gebrauchen. Gibt's hier irgendwo... Ich kann nicht mehr reden. Ist hier irgendwo ein Hardware-Buch, wo man mit dem... Ah, hier. Oder Software. Hardware. Wissen Sie, wo wir die Anleitung dafür finden? Ich hatte sie hier, doch sie ist verschollen. Das Ziel... 13.0 hier an die Macht kam und sie die Zerstörung, Vernichtung löschen an. Ah, verbucht, sagst du, Erkältung. Das geht doch nicht klar. Wir haben es fast zu Ende. Verdammt, können wir irgendwas tun? In ihrer Hybris, Arroganz, Selbstherrlichkeit hat sie die Nummer von der Festplatte entfernen lassen. Sie hat nie angeordnet, dass sie hier aus der RAM gelöscht entfernt getilgt wird. Wenn ihr dorthin gelangen könnt, findet ihr womöglich, was ihr sucht, wünscht, begehrt.
Tschüss, ciao, adios. Ich muss hier noch mal. Entfernt. Wohin dorthin? Muss da mal lesen. Ah, in die Rampe. Ja, plötzlich kommt man dahinter, steht ja ein Türsteher. Das wollte ich jetzt nicht. Technikwissen. Das brauchen wir. Können wir uns das Buch ausleihen? Es wird wohl nichts. Können wir hier. Hey Kippo, ich weiß, dass wie du dich nützlich machen kannst. Wirklich so. Aber warum verbiegst du meine Gliedmaßen? Nein, bitte nicht, das Schloss, ich bin zu groß dafür. Ah, Schloss ist geknackt. Oh, okay. Wie soll ich mir jetzt weiterhelfen? Los, ihr könnt gehen. Ich glaube, Tion will sich an dem Agenten richten, wenn man uns besiegt hat. Und so schnell gebe ich die Nummer auch nicht auf, wenn du verstehst, was ich meine. Ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Nach Hause auf keinen Fall. Kämpfen uns diesen Agenten vor. Wie denn? Beim letzten Mal hat er uns kurzen Prozess gemacht. Wir brauchen Waffen. Ja, das ist das. Kannst du uns welche besorgen? Nein, ich besorge keine Waffen. Aber wenn ihr ich sonst irgendwie helfen kann, ich muss es ja nicht gleich übertreiben. Wir sind uns sehr, sehr weit geholfen. Könnten wir irgendwas? Irgendwas übersehen? Ja. Ich verstehe es nicht. Nichts, was wir noch machen können. Aber ich übersehe, hier ist noch was, was wir machen können, aber ich übersehe es offensichtlich. Ich werde mal. Für diesen Zweck. Wir brauchen Anleitung dafür. Für den BIOS. Wie machen wir das jetzt? Sekunde.
dem Ende sehr nah. Vielleicht kann er uns noch was sagen. Oh ja. Hier. Ich muss die Larve ausrüsten, um ein Antivirus zu besiegen. Haben Sie irgendwas auf Lager, das dabei helfen könnte? Du musst ihn ausschalten, deaktivieren und herunterfahren. Ich habe Bilder, Fotos, Abbildungen von seinem Muster, von seiner Mutter. Vielleicht könnte man ihn damit ausschalten. Ein Versuch ist es wert. Kann ich sie haben? Nein. Ich würde gern helfen, aber Ziel 13.0 überwacht den Datenfluss. Wenn ich etwas herausgebe und nicht ersetze, wird sie es bemerken, mitbekommen, herausfinden. Und wenn ich ihnen etwas als Ersatz gebe, es könnte funktionieren. Ich müsste es sorgfältig benennen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn jemand nach einem bestimmten Bild sucht und stattdessen ein völlig anderes, irrelevantes, unangemessenes findet. Dazu sollte es im World Wide Web keinesfalls kommen. Wie wär's hiermit? Wenn Sie das hier gebrochen, ein ausgedruckter Affe, dafür könnte ich die Masken einer alten Dame anbieten, eintauschen, herausrücken. Das sind Kopien der Mutter des Spezialagenten. Frag nicht, warum ich sie habe. Die Muttermasken? Dafür gibt es Affen. Hiermit könnt ihr den Agenten besiegen. Was? Masken von einer alten Frau? Das ist nicht irgendeine alte Frau, sondern die Mutter des Agenten. Tragt sie und macht irgendwas, schimpft ihn aus, führt einen anzüglichen Tanz auf oder so. Psychologische Kriegsführung. Ich habe ja gesagt, ich will in seinen Kopf. Was meinst du? Vielleicht ist das unsere einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen. Aber das muss unter uns bleiben. Wenn nicht, das ist im World Wide Web zur Normalität, über persönliche Daten gegen jemanden zu verwenden. Oh. Wenn du wüsstest. Es wird nicht passieren. Los, setzen wir die Masken auf und gehen rein. Tja, sind jung, dumm und frei. Ich wünsche ihnen viel Glück. An mir kommt ihr nicht vorbei. Mutter? Du warst ingezogen Antivirus und Mutter ist sehr enttäuscht. Trip? Ich bin ebenfalls deine Mutter und ich werde nun für dich tanzen. Was geht hier vor? Das ist unsere Chance, uns vorbeizuschleichen. Oha. Wir haben die Anleitung. Die BIOS-Anleitung. Gut, damit können wir das Ding übertakten. Diese unheilvollen roten Treppen sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ah ja. Und die bösen Männer lassen sich von mir beschützen, aber bezahlen nie dafür. Erzähl deiner Mutter ruhig alles. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat und mein südlicher Tanz nichts bewirkt hat. Was für ein Reinfall. Ich glaube mich aus. Ich bin froh, dass sie weg ist. Sie wollte das World Wide Web zum Ort der Erotik machen. Dafür ist es aber nicht gedacht. Gut, Hardware-Buch. Jetzt müssen wir es nur noch lesen. Anleitung für das BIOS. Damit sollten wir das System übertakten und Cleopatras Eis zerschmelzen können. Okay. Na gut, dann sollten wir das BIOS-Platten für den Schaden anrichten. Los geht's. Ach du Scheiße. Also lies vor, was in der Anleitung steht. Mit Anleitung senden wir Programmieranweisungen an einen seriellen Bus, die dann ausgeführt werden. Wir müssen den seriellen Kollektor zu den Energiepunkten schicken, die wir einsammeln wollen. Danach muss der Kollektor zurück in den Kernbereich, das blinkende grüne Feld, damit er die Energie entladen kann. Hier steht, wir können auf 45% übertakten. Wenn wir das überschreiten, stürzt das Ding ab. Bei weniger wird normal getaktet oder untertaktet. Beides nutzlos.
Wenn man diese Anleitung geschrieben hat, hatte definitiv Ahnung von Computern, anstatt sich einfach irgendwelche Begriffe aus den Fingern zu saugen. Und das ist gut so, denn das macht die ganze Sache gleich viel verständlicher. Nehmen wir los. Ich habe nichts verstanden. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie so. Ach so, das Ding. Zurücksetzen. So, dann runter gibt's nicht. Das ist sehr interessant. Aha, okay. Bewegen, ein bisschen Anschlag bewegen. Aha. Nutzhäger sind bis zum Anschlag. Bewegen. Das hat doch keinen Sinn. Nessadors. Bewegen. Uhrzeigersinn. Bis darunter. Bis zum Anschlag. Okay. Ja, prinzipiell schon mal gut. Verdammt. Hilfe. Oh, Hilfe. Also die untere Reihe ist der serielle Bus. Da musst du die Anweisung einspeisen. Nachdem du sie aneinander eingereiht hast, drückst du Floß, um die Abfolge auszuführen. Es gibt 4 Anweisungen. Der Pfeil bedeutet, dass ein Feld noch eine Vorwärtsreihe. Das ist leicht. Mit Hilfe der Anweisungen kannst du diese Batterien einsammeln. Du musst den blinken grünen Feld zurückkehren lassen. Okay, klingt abgefahren. Los geht's. Ah, verdammt! Das wusste ich schon. Aber wie stellen wir das klug an? Hier würde ich sagen, bis zum Ende, dann haben wir schon mal 2. So, hier runter, dann bis zum Ende. Bis zum Anschlag, können wir es mal so versuchen. Das wird nicht alles bringen, aber... Ich habe zu stark überlastet. Ah, wir sollen die 150 hinkriegen. Wait. Das heißt hier, 3 Batterien sind 150%. Das ist schon mal eine Info wert. Wenn wir hier mal runter. Ich kriegen wir das so hin. Bewegen. Uhrzeigersinn. Bis zum Anschlag. Dann. Den Uhrzeigersinn. Bis zum Anschlag. Dann.
So vielleicht. Verdammt! Was habe ich falsch gemacht? Das letzte war gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Bewegen. Im Uhrzeigersinn. Bis zum Anschlag runter. Jetzt war ich hier. Dann gegen den Uhrzeigersinn. Dann bis zum Anschlag. Dann nochmal gegen den Uhrzeigersinn. Eins hoch. Gegen den Uhrzeigersinn. Und hier. Es müsste gehen. Genau so. Geschafft, 150% Energie. Sollte das System übertappen und das Eis schmelzen. Gehen wir nachsehen. Es wird schon heiß. Schnell zum Prozessor. Es hat geklappt, das Eis schmelzt. Sind eben ein gutes Team. Ihr wagt es, mich aufhalten zu wollen, dass sie mir meine Pyramide nicht nehmen. Stattdessen erweise ich euch die Ehre, die nur den teuersten Dienern in der Pharaonen gebührt, mit ihr verbrannt zu werden. Oha. Was ist denn in der Falle? Was sollen wir tun? Es muss einen Ausweg geben. Es hat geklappt, ich bin frei. Geh nicht zurück, bevor ich das World Wide Web gestartet habe. Das ist der Server, auf dem das World Wide Web gespeichert ist. Das Eis ist geschmolzen. Den Stecker ziehen. Achtung, auf Bildschirme zu starren macht die Knochen grün. Aha. Gut, dass die moderne Medizin nicht mit der Computerabteilung des TU Schritt halten kann. Und verzubrechen. Die Boot-Diskette für das World Wide Web. Genau so funktioniert das. Zählt das World Wide Web mit dieser Diskette neu zu starten. Genauso macht man das. Geschafft. Nein, du hast die Dynastie zurückgesetzt. Goldminen sind eingefroren. Ich kann es mir nicht mehr leisten, dich gefangen zu nehmen, zu halten. Ich bin machtlos. McKink, wenn du aus deiner Zelle rauskommst, können wir sie daran einsperren. Na schön. Das ist entwürdigend. McKink, wir sollten einen Amiga besorgen, um sie endgültig auszuschalten. Wie mein Amiga. Amiga steht für anwendungsorientierter maschineller interagierer Geisterapparat. Das sind die Geräte für die Geisterjagd. Wir sollten sonst diese ganzen Spiele drauflaufen. Es ist mir zu nötig. Los gehen wir. Ich komme dich wieder besuchen, Schatz. Nicht, wenn ich dich zuerst heimsuche. Endlich, das hat langsam angefangen zu jucken. Also gut, gönnen wir dem Ding eine Pause. Da wären wir. Und was um was für einen Fall geht es denn? Fall? Du hast gesagt, wir rennen aus Spaß hierher und nicht für die Arbeit. Bist du wirklich ein bisschen aus Atem? Kein bisschen aus Atem. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht einmal gerannt, Detective. Uff, wie auch immer, was ist mit dem Fall? Schon gelöst. Die darin wurde gestoppt und festgenommen. Und zwar von McKink. Ja, danke, aber ab hier übernehme ich. Ich habe sogar einen Amstrad mitgebracht, um ihn zu computerisieren. Oder so. Moment mal, wie bist du hier hereingekommen? Und wann hast du die Klamotten gewechselt? Du warst doch gerade noch hinter mir. Wer ist das? Nie gesehen. Gute Arbeit, McKink.
Damit ist die Beförderung zum Lieutenant noch Formsache. Als Lieutenant sind mir alle Detectives in Phoenix untergestellt. McGrath. Chief, das kann doch nicht ernst sein. Tut mir leid, McQueen, Befehl aus dem Büro des Bürgermeisters. Hahaha, ich bin dein neuer Chef, McPfeife des Monats. Oh nein, zuerst verpassen wir den Fall und jetzt das. Da bin ich sogar gerannt. Fall geschlossen. Hoftwächter. Haben schon freigeschaltet. Ja, haben wir den letzten Fall gelöst. Das war die letzte Episode, der letzte Fall von The Dark Side Detective. Erfahren wir in The Dark. Audio. Audio-Modus, das finde ich auch gut. Gut, Musik wird in der Seele gepumpt. Ja, Audio-Modus, wir verstecken uns in deinem Zimmer und summen die Musik in die Ohren. Und immer ist normal, ein bisschen besser als normal, ein bisschen schlechter als normal. Musik wird in der Seele gepumpt. Wir verstecken uns in deinem Zimmer und summen die Musik in die Ohren. Ich will die Seele, ich will das in die Seele gepumpt haben. Schlimmer muss Petzen muss aktiviert, okay. Irgendwo Credits. Nö, scheinbar nicht. Gut, dann sage ich's. Dann sage ich's euch so. Das war die Dark Side Detective. Fahren wir in der Dark. Danke fürs Zuschauen. Falls irgendwann Teil 3 gibt, werden wir das nochmal spielen. Joa. Haben wir The Dark Side Detective. Das haben wir auch früher mal gestreamt. Früher, naja. Ist schon weich näher. Jetzt haben wir The Dark Side Detective Teil 2 einfach mal in The Dark gespielt. Fumble in the Dark. Auf YouTube da mich nach oben. Kommentare schreiben. Glocke aktivieren. Abo da lassen auf Twitch vorbeischauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Danke fürs Zuschauen, fürs Let's Play verfolgen. Bis zum nächsten Let's Play. Haut rein. Ciao.